So, hey Kinders, herzlich willkommen zu Age of Empires 2 und der letzten, der siebten Kampagne oder nicht Kampagne, Mission von der William Wallace-Kampagne, die auch das die Lernkampagne genannt wird. Und das ist jetzt die Schlacht von Falkirk. Die einzige Möglichkeit zur Verteidigung dieses sumpfigen Tieflands besteht darin, eine Festung zu bauen und in kürzester Zeit so viele Wälle wie möglich zu errichten. Die Befestigungen sollen unser Lager beschützen, während wir die Belagerungswaffen herstellen, mit denen wir die englische Festung angreifen wollen. Wallace hat sich geschworen, unsere Heere nach der Errichtung dieser Festung zu vereinen, um dann Longshanks und seine englischen Truppen anzugreifen. Okay. Die Engländer können jederzeit angreifen. Zwar haben sie schon ein paar Wälle, aber die sollten sie erweitern, sobald sie über genug Steineinheiten verfügen. Okay, wir haben eigentlich nur einen größeren Durchgang da. So, pass auf. Du dahin. Wenn Sie einen Überschuss an Rohstoffen eines bestimmten Typs haben, dann können Sie ihn auf dem Marktplatz gegen Goldeinheiten eintauschen. Danach können Sie mit dem Gold kaufen, was Sie benötigen. Sie können auch Türme bauen, um ihre Stadt zu verteidigen. Einheiten können zur Verteidigung und zum Schutz in einem Turm einquartiert werden. Bogenschützen können aus einem Turm heraus schießen. So, jetzt brauchen wir noch unbedingt ein Kloster mal gerade. Scheiße, das gibt's erst in den nächsten Dings. Dann gehen wir mal ganz schnell dahin. Shit, jetzt haben wir tatsächlich schon einen verloren. Die Langbogenschützen sind aber auch überall. Um eine Burg bauen zu können, müssen Sie zum nächsten Zeitalter voranschreiten. Die Ritterzeit. Oh lol. Da habe ich die Ritter schon, da habe ich die Armbrüste schon und die sind eigentlich noch. Mit Hilfe der erweiterten Schallflächen setzen Sie die Kampfverhalten für Ihre Soldaten fest. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ein defensiver Soldat einen Feind angreift, der in seine Nähe kommt. Klicken Sie auf eine Militäreinheit und beachten Sie dann die Schaltflächen Kampfverhalten im unteren linken Bildschirm. Mit Hilfe der erweiterten Schaltflächen können Sie ebenfalls einen Soldaten damit beauftragen, ein Gebiet innerhalb mehrerer Wegepunkte zu patrouillieren, etwas zu bewachen oder einer anderen Einheit zu folgen. So, unbedingt weiterentwickeln. So, und hier, bitte, bitte, mach mal hin. Glückwunsch! Sie werden in der Ritterzeit jede Menge zu tun haben. Anfänger sollten versuchen, eine Waffenschmiede zu bauen, um dort Rammböcke und andere Belagerungswaffen herzustellen. Die erweiterten Schaltflächen ermöglichen ihnen, neue Truppenaufstellungen, sogenannte geschlossene Formationen, zu verwenden. Bei den geschlossenen Formationen können sie den Ausstellungstyp ihrer Soldaten bestimmen.
Mit der Kastenformation können sie zum Beispiel eine schwache Einheit wie den Mönch beschützen. So. Was haben wir denn hier? Das nehmen wir. Naja, so wirklich auf den Posten zurückkehren, tust du ja nicht, ne? Dann schicken wir da nicht genug Gold. Nein! 100 Gold fehlen mir. Chart Beat 4. So, wie viel haben wir hier? Eventuell müssen sie zusätzliche Dorfbewohner damit beauftragen, Steine zu sammeln, damit sie die Burg und die notwendigen Befestigungen bauen können. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich brauche halt den Mönch, ne? Ja, ja, mein Dicker. Der Mönch ist halt echt gut, um Einheiten am Leben zu halten. Gerade auf dem Feld da stehen bleiben. So, hier geht mir mal Holz hacken. Generell möchte ich da auch mehr Leute hinschicken. 4. So. Jetzt aber. Zack. Du kommst dann dahin und du heilst mir erstmal alle. Das ist ganz wichtig. Jetzt sind alle Felder weg, ey. Lecker. Mir. Rabuja. Kia. Rabuja. Dauert zwar eine Weile, aber es geht vorwärts. So. Da brauchen wir deutlich mehr. Und du kannst endlich auch wieder das Feld. Zack. Thank you.
Ey, das ist ein Scout. Endlich, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 brauchen wir noch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So muss es laufen. Hier vorne kommt halt keiner durch, das ist das, was wir wollen. Zack. Jetzt kommen wir hier langsam mal vorwärts. Ich hoffe, hier ist noch irgendwo Gold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weil ganz ohne Gold wäre halt schon scheiße. Ah, da hinten haben wir noch was. Sehr schön. Dann. Oh, Alter. Jetzt gibt's Mettkutschen. Was halt auch wichtig ist, das hier mal weiter ausbauen. Wir müssen gleich noch ein paar Leute dann. Na, 5 reichen für Steine. Thank you.
Alter. Warum lasst ihr euch denn so niedermetzeln, ey? Das verstehe ich überhaupt nicht. Nicht genügend Gold. Scheiße. So, dahin. 1, 2, 3, 4, 5. Das muss jetzt einfach mal reichen. Alter, ihr seid so schlecht im Schießen, ja? Echt, der Hass ist das. Wieso kann das der... Ich fahr grad mal das Holz da ab. Jetzt machen wir die Uni. Bei der Uni können wir nämlich dieses ballistische Ding machen. Ich habe keine Verbündeten hier auf der Karte. Also können wir das auch weglassen. So. Infanterie und Kavallerie. Das ist immer gut, wenn wir da beide haben. 10% schneller. 250 Nahrung haben wir über. So, Ballistik. Das brauchen wir. Bitte. Okay, du kommst mir mal jetzt dahin. Baust mir nämlich gleich mal die Burg. Nein, geh jetzt nicht zu weit dahin. Ah, fuck, ey. Du nicht. Du baust das da weiter. Mit 4. Was? Wo ist hier denn jetzt da? Dämlich, oder? So. Ich hab als einzige Aufgabe diese Haltung. Alles versorgt. Sobald die damit fertig ist, können wir im Grunde schon so langsam daran denken, wie der Angriff zu planen ist. Vergessen die Felder wieder neu zu machen. Ist aber nicht schlimm. Seid mal schneller. Müssen wir
eine Schmiede, ja. Das können wir auch mal weiterentwickeln. So, was ist denn hier noch? Ah, die Schiffen. Okay. Mit das Reichweite hier mal auf, das ist gut. Toll! Sie haben die Burg fertiggestellt. Sir William wird bald hier sein. Und dann ist es an der Zeit, die Engländer anzugreifen. So, was kannst du mir noch hier bauen? Ach, das. Wallace ist eingetroffen! Eine der mächtigsten Einheiten kann in der Burg erschaffen werden. Erschaffen Sie 10 weitere Freischärler. Gut gemacht. In Ihrer neuen Waffenschmiede können Sie nun Romböcke herstellen. Romböcke sind zwar langsam, halten jedoch einen Pfeilhagelstand und sind besonders gut dafür geeignet, Wälle niederzureißen. Sie brauchen wohl ein paar mehr Romböcke, um die englische Burg anzugreifen. Mit William Wallace und seinen Freischälern an ihrer Seite werden die Engländer Probleme bekommen. Sobald sie ein großes Heer und viele Belagerungswaffen haben, greifen sie die englische Burg an. Wie soll ich das machen? Dadurch, dass der jetzt gekommen ist, bin ich auf meinem Limit angekommen. Triboke sind massive Belagerungswaffen mit großer Reichweite, die nur in der Imperialzeit verfügbar sind. Denken Sie daran, dass Triboke nur bewegt werden können, wenn sie verladen worden sind. Für den Einsatz müssen sie aufgebaut. So, wie sieht's hier aus? Noch ein paar Dinger dahin. Hier dann so rumlungert bei den Gegnern. Den können wir mal wegmachen. Den brauchen wir nämlich bei weitem nicht. So, lass mal gespannt sein. Da ist ein Tor. Das treiben wir jetzt an. Wieder haben die Turm extrem gute Reichweite. So, greift sie an, die Türme. Oh.
beide Türme. Gut. Gut, da werden Truppen produziert. Dann werden wir da zusehen, dass wir da alles immer platt bekommen. So. Goldmine ist sogar noch ein bisschen was drin. Oh, wow, sehr gut. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Beat 4. Geht da schon mal rüber. Die anderen vier können dann noch wirklich weitermachen. Zack. Hältst du da jetzt bitte? Danke. Wieso schickt ihr denn da weiter Truppen hin, ey? Macht so gar keinen Sinn. Immer diese Engländer, wenn die so viel Krieg wollen, interessant. Also es spielt sich hier in der Kampagne dann doch deutlich anders als wie heißt es? Skirmish. Haben wir denn da oben? Was? Die Burg wird ja wohl eingenommen. Die englische Burg bei Falkirk existiert nicht mehr. Die englischen Ansprüche aus Schottland sind mit Sicherheit abgewendet. Die Streitkräfte von Wallace haben gesiegt. Ja, natürlich. Wir haben gewonnen, wir haben das Tutorial geschafft. Mann, bin ich stolz auf mich. Oh ja, yeah. Die haben ja eine Wirtschaft dahinter. Eine weitere Person. Zuerst sah es so aus, als wenn wir bei Falkirk keine Niederlage erleiden würden. Doch irgendwie konnten wir trotz der uns zahlenmäßig überlegenen Langbogenschützen mit größerer Reichweite einen Sieg erringen. Die englische Festung wurde niedergerissen und eine schottische Burg wird an dieser Stelle entstehen. William Wallace hat uns zum Sieg geführt. Als einzelner Mann hat er andere zu großen Taten inspiriert. Und viele schottische Fürsten und Lords haben zusammen mit ihm das Schwert gezogen. Das Schwert von Wallace selbst ist ein 5,5 Fuß langes Monstrum, das natürlich in Schottland geschmiedet wurde. Er hat geschworen, nicht zu ruhen, bis sein Schwert den Hals von Edward dem ersten Longshanks durchtrennt hat. Der Kampf wird zwar weitergehen, aber wir wissen jetzt, wie Kriege geführt werden. Wir haben die Engländer das Fürchten gelehrt.
So, das war die William Wallace-Kampagne und die Lernkampagne, und natürlich geht es weiter in der zweiten mit Johanna von Orléans. Gut, bis dahin. Ciao, Kinners.